Und ja, herzlich willkommen Leute, neue Runde Minecraft Survival. Danke fürs Reinschalten auf YouTube, wenn es euch gefällt, ihr wisst es. Lasst auch gerne ein Like da und einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Gott, so sieht es nämlich aus. Und heute Abend wieder Livestream, wahrscheinlich. Jetzt haben wir alles ohne Gewehr, ihr wisst es. Ja genau, schießt euch deinen Kollegen ab. Lass mal den erledigen. Also wie in der letzten Folge schon, immer tiefer sind wir hier im Schlamassel. Vernetztheit. Die Minen sind riesig. Wir hatten mal fast 10 Stunden darin verbracht und waren nicht fertig. Ja, das glaube ich. Und krass hier. Das ist, es nimmt ja auch kein Ende. Hinter den Minen kommt eine Höhle, so nach dem Motto, ne? Eigentlich wollten wir heute auch nur, war so ein bisschen die Idee, ein bisschen eine kleine Höhlenerkundungstour machen. Und dann kam ich auch auf die Idee, ach, die Minen können wir doch mal wieder ein bisschen besuchen. Aber dass das alles wieder so krass riesig ist, das ist heftig, ne? Los. Das ging noch. Keine Gefahr, Leute. Alles easy. Lava gluckern. Ich kann jetzt auch nicht mehr alle Ressourcen mitnehmen. Das artet aus hier. Ich muss ja eigentlich irgendwie den Weg wieder hochkriegen. Wie tief sind wir denn eigentlich? 45er Höhe. Ich glaube tatsächlich, das Sinnigste ist einfach wieder einen Weg rausgraben, ne? Aber nicht unbedingt schräg hoch, weil das ist meistens nachher gefährlich. Sondern eine richtige Treppe hochbauen. Gefahr. Gluckert hier auch Lava. Ich meine, schön, dass wir so gutes Werkzeug haben, ne? Also so eine Treppe in der Größe hier raufzubuddeln. Das geht ja relativ zügig. Aufpassen, dass so wie hier, wir kommen wieder teilweise irgendwo in andere Höhlen. Dass wir immer was auf den Kopf fallen, ne? Aber so können wir auch schon mal ein paar Meter wieder hoch machen. Hallo. Ist noch ziemlich ruhig. Da kommen wir nachher irgendwo ganz anders raus. Dann haben wir noch wieder ein Problem am Fitten. Bett und die Truhe wieder. Wir können natürlich eh nicht alles mitnehmen, das ist auch klar. Wie wir jetzt hier schon gesammelt haben, müssen wir mehrmals laufen. Auch draußen. Ach nee, da geht es nach draußen, aber es ist schon wieder dunkel. Lass uns mal kurz gucken. Wir können noch ein bisschen Kohle abgraben. Okay, jetzt haben wir 32. Ich dachte nämlich, dann kriegen wir den vielleicht noch voll. Hier ist ein bisschen sicherer als oben. Das waren schon mal 49. Also 10 noch. Ein bisschen Gold. Gold haben wir 60, also würden wir noch 4 mitkriegen. Da ist noch. Da ist einer. Ja, verbringen wir die Nacht hier noch so ein bisschen oder was und warten noch kurz.
Nur mal rausluschern, wo wir ungefähr sind. Irgendwo am. Ah, die Sonne geht aber auch gleich auf. Guck mal. Da ist die Brücke, die wir mal gebaut haben. Das heißt, wir sind aber auch ganz woanders. Die Sonne geht da gleich auf. Ich muss hier irgendwie rauf auf den Hügel. Damit wir noch vielleicht grob sehen können. Wo die ganzen Fackeln sind, ne? Wird mir nämlich leichter, wenn wir sehen, wo die Fackeln sind, als wenn es hell ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über den Sonnenaufgang. Wir sind irgendwie wieder rausgekommen, nur die Höhle ist riesengroß verzwackt. Wir sind irgendwo ganz anders gestartet, ne? Und die Frage ist, sind wir in diesem Felsmassiv gestartet oder sind wir in diesem Felsmassiv gestartet? Ah, ich glaube, hier vorne muss es sein. Und da können wir noch, wie viele Pfeile haben wir noch? 17. Können wir noch mal Erfahrungspunkte sammeln im Creeper erledigen. Creeper. Tschüss. Und tschüss. Na toll. Noch stehen. Schönes Ding. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Nö, nö. Tschüss. Aber ich würde hier vorne eigentlich die Base vermuten. Aber wahrscheinlich, oder? Das ist es nicht. Hier aber, oder? Auch nicht. Da muss es ja irgendwie die andere Seite sein. Wer oder da irgendwo? Ich hätte die Fläche echt größer machen sollen. Ja, Gesundheit. Wo ist es denn? Das war nicht, ich dachte, das war die Truhe mit Brot. Hier sieht es gut aus, Leute. Hier ist es. Immer gleich ein bisschen mehr. Eigentlich alles aushöhlen. Puha, wir haben es geschafft. So, das ist die allerlei Truhe. Die ist auch mittlerweile echt voll mit allerlei. So, ein bisschen Gold. Mal Erfahrungspunkte sammeln. Fast Level 40. Und hier sehen wir jetzt auch mal, wie viel Schienen wir eigentlich gesammelt haben. 2, 3, 4, 5, also für gut und gerne 300 Schienenstücke. Unglaublich viel Schwarzeichenholz hier und auch die Zäune, ganz viele. Müssen wir gucken, was wir denn Stück für Stück mit zur Base nehmen. Oder wie kriegen wir mehr mit? Kann man nicht eigentlich eine Lore, wo eine Truhe drin ist, tragen? Ja, 902 und 74 minus. Vorletztes Stück Fleisch. So. Eine Endertruhe. Wie geht denn die Endertruhe? Kann die beamen sozusagen? Also sprich, wenn ich, war das so? Wenn ich da Sachen rein tue, ist es auch in der anderen Truhe. Irgendwie so war das, oder? Leute.
Aber hier haben wir uns auch schon einen schönen Wackelweg gebaut mal. Folgen wir dem noch einfach. Schön hell ausleuchten. Dann müssen wir halt noch automatisch schon bei unserer Base ankommen. Hier hätten wir uns natürlich auch ein bisschen Notfleisch holen können, aber es geht schon. Wir sind gleich da. Das ist nicht so weit weg. Ja, hier noch zwischendurch und dahinter ist es ja schon. Da hinterm Berg, siehst du? Genau, über die Schlucht. Oh Gott, oh Gott. Das wär's gewesen. Oh, das kann man auch alles mit den Schienen verbinden, ne? Durch den bunten Bergen geht es ja dann auch irgendwie zum Haus am Strand. Schalkerbox, da habe ich aber auch nur Geschenke bekommen. Da kann man Sachen reinlegen und der Abfall, alle Sachen bleiben in der Box. Okay. Passt schon. Hier ist auf jeden Fall schön gewachsen, ne? Unsere Felder, da können wir auf jeden Fall nächste Woche, also heute Abend im Stream, denn YouTube-folgenmäßig nächste Woche können wir hier mal wieder große Ernte starten, dann werden wir mal wieder ins Dorf gehen, ein bisschen handeln und dann wollen wir hier ja die Gebäude in welcher Form auch immer querbeet bis hier vorne noch irgendwie weiter bauen. Und dann haben wir natürlich hier unseren Bereich. Schön ergiebig. Wie geht's den Tieren? Kühe noch alle da. Und auch mal wieder ein bisschen vermehren und dezimieren. Wieder genauso. Hier die Schafe. Baumtechnisch noch gar nichts passiert tatsächlich. Schafe sind bei den Pferden eingebrochen. Wahrscheinlich wieder die Tür aufgelassen. Ja, mal die Schafe dezimieren. Auf der anderen Seite hatten wir noch Katzen und Kaninchen, ne? Ja. Und Kaninchen-Evo. Und zwei Abteile haben wir noch frei für zwei weitere Tiersorten. Ja, Esel zum Beispiel. Schweine haben wir auch noch nicht, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir hier Schweine halten wollen. Weil die leben noch. Das wird schön. Die Fische vertragen sich. Ich finde sowieso, dass wir auch alle unterschiedlichen Sorten von Fischen hier in diesen kleinen Teichen haben sollten. Mit die, ne? Da viel schöner. So, home sweet home. Holz. Die Holztruhe ist auch ein furchtbares Durcheinander mittlerweile. Und dann gehen wir auch Pfeile machen. Hühner, ja, also Hühner, ich meine, bei uns das Problem ist eigentlich immer die hier Feuersteine. Müssen wir Kies platzieren, wegbuddeln und Steine machen. Und eine Antriebsschiene war dabei, das ist auch echt traurig. Sensorschiene, die irgendwas auslöst. Aber guck es an. 1, 2, 3, also die kann aber weg.
640. 760. 760 Schienenstücke haben wir hier mittlerweile schon aus Minen gesammelt. Selber nichts gecraftet, alles gesammelt. Doch schon viel. Weder genug, aber Feuersteine fehlt halt, ne? Hier nochmal ein bisschen Gold. Wir haben sogar schon hier Goldblock. Aber nur ein. Aber falls man irgendwann verschwenderische Bauart machen möchte. Achso, Kohle. Haben wir hier. Mittlerweile haben wir doch auch ein bisschen Kohle. Aber auch nicht so übermäßig viel. Das war schon mal mehr. Gut, Redstone, Redstone, Redstone-Blöcke. Ist nochmal Schwarzeichenholz. Ja, irgendwann sortieren wir das mal wieder ordentlich. Und was Neues zu essen. Was haben wir denn hier überhaupt noch drin? Guck mal, hier haben wir gute Steine. Hier schlechte Steine. Da schmeißen wir die mit rein. Hier mit. Nix. Hier haben wir nochmal 10, so einen kleinen Happen. Frisch gebratenes Lammfleisch. Sättigt auf jeden Fall gut. Und das hatten wir hier mit drin, ne? Die glatten Steine. Die haben wir wohl auch alle mal verbaut. Der Lulu, moin moin, zu später Stunde, zum Ende von Minecraft. Heute Abend. Ich glaube, da haben wir mal alles aufgeräumt. Ja, ein bisschen, dass die Bäume da hinten nichts werden, ne? Diese Tropenbäume. Ja, Pfeile machen wir beim nächsten Mal. Wir haben noch 13. Also hier Federn, mehr als genug, aber halt Feuerstein. Also Andesit, Kies, ne? Kies irgendwo platzieren und dann weggraben. Immerhin so viel haben wir noch. Pack das schon mal in die Tasche, dann kann ich mich vielleicht beim nächsten Mal daran entsinnen, dass wir Kies für Pfeile machen wollten. Mit Knochenmehl. So war das, stimmt. Knochenblock, Knochen. Wie mache ich noch Knochenmehl? Habe ich nicht aktuell. Irgendwie kann ich das auch kaputt machen. Wie war das? So schon. Gucken, ob es geht, ob es reicht oder ob die Position blöd ist. Oh, die Position ist tatsächlich blöd. Ich gehe wieder. Schön da gewesen zu sein. Zack. Ab ins Bett. Wir haben nichts gesehen. Jo, danke für Info. Hat funktioniert. Da wir eh beim nächsten Mal neue Pfeile machen wollten, ne? Komm her. Hallo? Wieder einer im Wasser oder was? Ja, tatsächlich. Klappt nicht so, wa? Aber lass die Fische in Ruhe. Das will nicht so richtig hier klappen, ne? Doch. Dauert noch ein bisschen. Braucht halt 5 Mehl oder so, damit das ein bisschen beschleunigt wird.
Oh, da war ja einer drin. Dicke Rüstung hier unterwegs. Aber das ist eher. Vielleicht hier hinten auch wieder im Wasser. Ach, da. Schwimmen gerne hier bei uns. Gerade rein im Unwetter bei Lulu, okay? Also bei uns ist echt noch entspannt. Also es ist, müsst jetzt nochmal reingucken ins Wetterradar, ob wir heute Nacht noch was abkriegen. Vorhin sah es so aus, aber das dreht ja manchmal so ein bisschen noch ab. Wir haben minimal Regentropfen gehabt. Letzte Nacht muss das auch ein bisschen geregnet haben. Heute Morgen war es einmal feucht, aber halt nicht viel. Also nichts Nennenswertes. Einmal leicht nass, ja, das ist ja immerhin was, dass man jetzt nicht zwingend heute wässern müsste. Aber mehrere Tage so wenig Regen müsste man auch wieder wässern. So, ich würde sagen, genau, das war's für heute, liebe Leute. Auf YouTube vielen, vielen Dank fürs Reinschalten und natürlich auch auf Twitch vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Nächster Stream weiß ich gar nicht. Morgen Abend ist, glaube ich, welcher LS aufnehmen. Dienstagabend, Mittwochabend. Mal gucken, vielleicht kriegen wir mal wieder Big Farming hin. Muss gucken, was so ansteht, liebe Leute. Ihr werdet es auf jeden Fall sonst erfahren. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Danke, danke für euren Support. Angenehme Nachtruhe. Schönen Rest Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal und aus YouTube-Sicht vielleicht bis heute Abend im Livestream. Und tschüss.